Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus dem Livestream vom 7. Mai hier auf dem Silver and Forest. Ich bin zu Gast beim lieben Simon mal wieder. Hallo Simon. Hi Stefan. Ja. Ich habe rausgefunden, warum ich festgesteckt bin. Mit dem Bagger. Ich habe mich auf dem Stumpf manövriert. Ja, aber ich war mich gerade zum Bagger, ne? Der hat ja genug Leistung, dass der einfach nicht über den Stumpf drüber rumpeln kann. Das ist. Ja gut, wenn man so sieht, im Bausimulator hast du ja auch den Bordstein des Todes, wo deine Baumaschinen nicht mehr hochfahren können. Ja. Das ist halt. Hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Erstmal hier die komischen Bäume da wegmachen, dass man hier ein bisschen mehr sieht. Aber die ganz kleinen, die tue ich einfach gerade fällen, dass sie weg sind. Ja, ja. Weil die, weißt du, wo so 2-3 Meter lang sind, gefühlt. Muss man mal kurz einstellen, damit er neue pflanzt. Ah, ne, hier sind auch gerade genug unterwegs. Ja, wir haben ja um den See rum das ganze Grundstück. Also ich bin jetzt schon hier am See am Bäumchen wegmachen. Ja, voll. So, aber um besser hier mal gucken zu können, ja, werde ich hier mal ein bisschen was malen. Ich mach's denn schön. Finger, mit Fingerfarben oder? Weil allzu viel kostet es ja nicht, das Malen. Ja, ich tue hier die ganzen Büsche und so mal wegmachen. Okay, ja, 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 ja. Dass man hier mal sieht, weiß, wo noch überall was steht, was man noch so ja, ein bisschen abarbeiten kann. Auch gerade die ganzen Baumstümpfe, dass man die sehen kann. Weil die kosten ja auch immer wieder Performance. Ja. Und deswegen. Immer wieder etwas erleben, wie schon mal, ne? Ja, und das werde ich jetzt auch mal. Ja, im Multiplayer. Im Singleplayer ging alles. Ja. Deswegen, es sieht zwar jetzt nicht schön aus für die Zuschauer oder allgemein nicht so richtig schön, dass halt einfach kein Gras mehr da ist, dass ich alles weggemacht habe, aber ich verspreche euch, sobald hier die Bäume komplett weg sind, dann machen wir da auch wieder so ein bisschen Gras hinmalen. Aber jetzt müssen wir halt erstmal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Performance wieder reinkriegen in die Karte. Es sind schon einige Baumstümpfe hier noch übergeblieben. Ja. Und die müssen halt einfach weg. Oh, beim Parkplatz den Volvo BM hier und dann kommt es irgendwo wieder. Dann haben wir ja genauso die ganzen Steine, wo wir da noch aus dem Weg machen können. Dann können wir theoretisch hier ja auch, je nachdem, okay, der existiert nicht für mich. Okay, gut. Dann können wir hier theoretisch ja auch Wiese oder sowas anlegen. Mhm. Oder ein Feld anlegen, dass wir hier auch Futter machen können. Dann könnte man vielleicht theoretisch ja auch das Feld, wo wir gekauft haben, wieder verkaufen. Das wird dort nicht mehr so weite Fahrwege haben für die. Ja, für die Schafe nachher, ne? Das ist ja. Ja. Haben wir sogar die Möglichkeit, uns zu verlegen? Wollen wir die Sache halt machen?
Party ist, wo wir keinen Zugriff haben, ne? Das würde sich vielleicht auch ändern mit dem Giants-Partner. Ja. Weil ich weiß, dass ja YouTuber, die ja Giants-Partner sind, die Karte bearbeiten können. Ja. Ich nehme mal einen anderen Weg. Vielleicht. Keine Folge packt nicht den Berg hier hoch. Weißt du, es wäre vielleicht auch so. So eine Idee, so ein Anreiz. Das wäre schon cool, ey. Dann kann man eine eigene Karte auch den Nebel einbauen. Ja, das war eigentlich ganz am Anfang, habe ich gedacht, hey, cool, weil ich mir eigentlich fand, stimmt ja, wir haben ja gar nicht Zugriff. Ja. Aber es muss ja der Zugriff geben, weil zum Beispiel, es haben ja einige Modder, haben ja schon den Zugriff ja gehabt, zum Beispiel auf Precision Farming und so. Ja. Denke ich mal schon, dass es da auf jeden Fall was gibt und die. Und die haben nämlich den Partnerstatus, ne? Was sein kann, dass er vielleicht erst den Partnerstatus mit Silber oder sowas kriegst. Den Zugriff. Da gibt es ja verschiedene Stadien vom Partner. Oh, da ist noch ein Baumstumpf. Weg damit. Ich bin einen anderen Weg gefahren, aber der Stock hat den Weg. Das wird auch ein Bahnhof, ne? Aber der ist nicht so schnell, so steil. Ja, aber sag mir mal hier auf der Karte ein Weg, wo gerade ist. Also wirklich gerade. Naja, der Weg von unserem vom Händler bis zur Waffenbude, wo es den besten Burger gibt. Ah, das. Ja, genau. Ich bin gerade beim Waffelhut. Was soll ich dir mitbringen? Burger? Genau, ja, da war was. Und hier war ich auch nicht auf der Karte, glaube ich. Doch, wir waren schon hier. Um die Sammelstücke hier zu sammeln. Auf jeden Fall war das keine gute Idee, hier den Weg zu nehmen. Keine gute Idee. Schade. So. Jetzt kämpfen wir mit Allrad und 5 km/h den Berg hoch. Ja, Gott sei Dank hast du Allrad. Mhm. Stell dir mal vor, du hättest hier nichts. Nein, liebe Zuschauer, das ist kein Slow Motion. Das ist der Faktor. Aber ich sehe schon, bald ist der Gipfel erreicht und dann geht's ab. Dann geht's ab, sagt er. Ja, ich glaube, es ist bald soweit und mein Crusher ist wieder online. Okay. Und sobald der Crusher wieder online ist, werde ich mir die Zeit nehmen und mein Let's Play auf dem Nerdportal fortsetzen. Da habe ich eine Community-Umfrage gestellt, ob ich das noch fortführen soll oder neu anfangen oder andere Map. Und es war doch die Resonanz, nö, ich soll das weitermachen. Und dann mache ich das auch. Das habe ich Problem, wo bin ich denn hier auf der Map jetzt? Oh. Okay, ich bin da ganz oben. Ja, so kann man auch den Holzstamm reinladen. Dann fahren wir links. Okay. So. Und dann gibt es wieder die Fortsetzung von Aufnahme. Aber ich glaube, das Projekt in diesem Gaming-PC, wo du mir geholfen hast,
und schwierig, wenn ich nicht Hand anlege und selber irgendwie Gebäude erstelle. Ja, mir fehlt ja aktuell die Zeit, dass ich das machen könnte. Ja. Ich zock gerade zu gerne. Und das hat nicht mal den LS. Kann ich jetzt auch mein Clipboard einreichen. Wo ich gesagt habe, da gibt es ja anscheinend eine Reservierung. Ja. Über einen Macker. Aber der hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Und dann hieß es, ich kann es einreichen. Auf Ende Mai. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, keine Antwort bekommen, aber ist mir egal, ich werde es wahrscheinlich am Sonntag nochmal einreichen und mit Hoffnung, dass sie dann das optimal. Und dann kriegst du Antwort, wir haben den Modder noch mal verlängert. Ja. Du weißt ja, wie es ist, ne? Was denn? Ja, wie das so ist, ne? Ja. Nur Partner. Und du musst dir schicken, dann musst du es hochladen. Ich lasse ihn unter deinem Namen hoch. Wenn sie fragen, was das soll, sage ich ja. Es war mein Gedanke, du hast es umgesetzt, also. So. Und jetzt geht's bald ab. Ich habe jetzt blühen gleich die Bremsen hier. Das kann gut schnell passieren. Wobei du hast ja den Klaas dabei, ne? Der hat ja eigentlich gute Bremsen. So. Ich bin doch falsch abgefahren gerade. Doch echt so eine riesen Kurve in dem bisschen Eisenerz. Ja, das ist echt crazy. Was man wegen dem, anderen Weg, was man wegen dem Eisenerz auf sich nimmt. Was man wegen diesem Eisenerz auf sich nimmt, das ist echt crazy. Ja, mich ärgert gerade hier so ein kleines Baumstämmchen hier. Ja. Der will nicht auf der Poltergabel halten. Egal wie ich den pack. Da gibt es bestimmt von euch da draußen auch Leute, die sagen, ey, mach das so, dann geht's. Ich bin um jeden Tipp dankbar und kaum spreche ich es aus, ist er drauf. So. Ja, und wo geht's voran? In einem Monat. Das fände ich super. Ja. Gestern in einem Monat, ne? Genau. Das fänden wir super. So. Und langsam wird's knapp. Wir brauchen mehr Fragen. Also es ist auf jeden Fall auch von Giants geplant, dass man Fragerunde mit dem mit den Entwicklern machen kann, aber das ist eben das Öffentliche. Ja. Aber ich war gerade noch auf meine Antwort, wo ich per E-Mail geschrieben habe. Ich hätte da kein Problem mit, aber am besten nicht zu sprechen. Hallo? Hallo? Ich bin's, der Emproloop. Ich bin der Emproloop. Und ich loope sehr gerne. Und
Oder so. Hallo erstmal. Ich wusste nicht, ob sie es wussten. Aber ich hätte mal gern was von dir gehört.